Jetzt haben wir schon ein paar Hechte gefangen, einen schönen 40er Barsch, der ist mir leider am Boot ausgekommen. Und jetzt haben wir einen kleinen Zander noch gefangen. Servus, grüßt euch beieinander. Bei wunderbaren blauen Himmel mit ein paar Wolken drinnen sind wir jetzt beim Fischen. Ist ein bisschen ein bayerisches Umfeld, so wie es heute ausschaut. Wir sind heute am Alpsee beim Beni und der Christian hat den ersten Hecht schon entschneidert. Nach 10 Minuten angeln. Wahnsinn. Mit kapitalen Hecht. Uiuiui. Wir haben in 2,5 Wochen geht die UPC vom Ufer aus los. Also heuer gibt es natürlich was Neues für mich. Und zwar habe ich einen anderen Sponsor, und zwar einen Mobi Softbait. Der macht für mich schon meinen eigenen Gummifisch und hat sich heute aus der Situation ergeben, dass ich für Ermetz dieses Jahr mitfische. Und natürlich baut der andere Gummifisch natürlich auch. Und deswegen sind wir heute mal hergekommen. Und jetzt ja, sieht man ja, hat man da natürlich jede Menge Köderpackungen, weil man natürlich jetzt, ich versuchen möchte, dass ich natürlich mit denen Köder was fange. Und da habe ich mir jetzt ein paar Modelle raus, den kennt ihr alle schon, da hat der Jasmin schon sehr gut gefangen, werde ich auf alle Fälle benutzen. Und mit den Köder, da möchte ich eigentlich meine Zander fangen in Holland. Und da ich jetzt ein bisschen ein gutes Gefühl kriege damit, sind wir jetzt einmal dahergefahren, also einen Halbtagesausflug. Und wir testen jetzt einmal verschiedene Gummifische, verschiedene Farben. Einfach ein Gefühl zum Kriegen, dass man schon mal ein paar Fische gefangen hat. Weil in Holland ist dann immer die Zeit immer knapp. Und man braucht Vertrauen. Das heißt, man muss auf alle Fälle einmal mit Köder was gefangen haben. Und da jetzt der Christian ja schon 3 Kontakte gehabt hat, ich leider noch überhaupt noch keinen, ja, probiere jetzt einmal alle Farben so durch und vielleicht passiert es dann bei mir auch mal, dass ich was fange. Aber das werdet ihr dann gleich mitkriegen. Also im Köder war es schon mal nicht gelegen, oder? Ha? Komplett Versagen des Anglers. So. Irgendwie hat man immer so einen Scheiß. Mein Spezi kriegt natürlich einen Top-Köder vorbereitet. Hat jetzt schon 3 Biss gehabt, gell? Ja. 3 Kontakte, ein kleiner Hecht gefangen. Aber er hat schon den Köder des Vertrauens gefunden, gell? Fisch! Ja. Also eine Kategorie. Marsch. Oh ja. Gleichen Köder wie der Anwalt. Oh, jetzt ist er weg. Macht aber nichts. Ein schöner Barsch. Der 40er Barsch. Naja, nicht schlecht. Gescheite Gäbe, wenn man sagt, man braucht keinen Kescher. Wer einen Gräs anfängt, der kriegt Zimmer zahlt. Oder?
Okay. Also der, wo ein kleiner, der, also der, wo den größten fängt, der wird eingeladen aufs Zimmer, okay? Ja, nicht umgekehrt, das ist klar. Nicht umgekehrt, ja, kann man umgekehrt auch machen. Aber Fischart spielt natürlich keine Rolle, gell? Nur die Größe. Praxis egal. Oder? Ja, nur die Größe zählt. Ist doch klar. Achso, und Seeforelle mal eins dann? Oder? Nein, Seeforelle ist auch Maus. Ganz kleiner Hecht. Spitz, so ist das Kindergarten. Oh, wie viel hat der? 40 nicht einmal, oder? Nee. Wieder der Motorrad. Genau. Das ist die Führung. Ja, also jeder Fisch, den ich fange, ist größer. Ist hast du das auch schon überlegt, das oder? Ist sehr schwierig. Aber Herbert, ich sag dir eins, wenn du die Vorbereitung von deiner YPC, wenn du da schon die Fische nicht fängst, dann kann es ja gar nicht schlechter werden. Das ist doch auch nicht schlecht, oder? Dann kannst ja nur, du sparst jetzt an. Ich bin im Training immer so, dass wenn das Training ganz scheiße ist, dann ist immer das beste Fischen. War immer schon so, gell? Ja. Wenn wir dann wo hingefahren sind, weißt du noch, wo wir die paar Meter Hecht gefangen haben, überall wo wir hingegangen sind, haben wir einen Meter Hecht gefangen. Und dann ist keiner gekommen, kein Meter Hecht, gell? Das stimmt, ja. Schlechtes Training war immer gutes Turnier. Ich weiß schon wieder, wer heute auf die Nacht dann wieder zahlt. Ne? Immer kann ich das Hotelzimmer zahlen. Das ist klar. Der Anwalt ist der Vorfischer. Das ist der Hammer, gell? Fangst du mal einen Fisch, dann geht er wieder runter vor dem Boot. Mit einem Einfachhakel. Also das ist eigentlich eh nicht, gell? Ha? Entweder hat er den oder hat ihn nicht. Gut, der hat überhaupt das gefangen, der Barsch. Ja. In Bezug auf unsere Kompetenz. Nein, du hast ja eh einen Griff. Wenn den Barsch auf Tunde gecasht hat, das war einmal absichtlich so, gell? Den Barsch wollte er auf alle Fälle nicht cashern. Dann hat er gesagt, nein, nicht cashern, nein, nicht. Deswegen habe ich dir das gar ja, nicht angeboten. Ja, genau, nein, gar nicht. Genau. Deswegen hat es gleich gesagt, nein, den Kescher die dir nieder. Fisch, 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 Fisch. Der ist auf jeden Fall die Führung wert jetzt. Ui, ui, ui. Super, Petri. Fisch des Tages auf den Longshed in Motöl. Petri. Wir werfen jetzt noch einmal und dann rühren die noch mit einem Schlag weiter auf. Wenn du Schleppfischen tust, ich hab gegen einen Nachmittag gar nichts. Wenn die Sonne richtig drauf ist, habe ich überhaupt nichts. Besonders für große Fische. Da spannst du halt doch, was für die Fische das doch, wann die aktiv sind, weil du hast da dann doch mehrere Angeln drin und hast Beizeiten und die habe ich oft am Mittagszeit. Damit habe ich überhaupt kein Problem nicht. Wenn ich mir jetzt 2 Stunden raussuchen darf, wo ich fischen darf, gell? War du jetzt, gell? Dann war es zwischen 11 und 1. Dann kommt meistens der Windwechsel
um die Zeit, um 11 Uhr oder so, hast oft an Degensee zum Beispiel, hast in der Früh einen Südwind, dann hört, der geht bis um 10, halb 11 Uhr, dann hört der See auf und dann kommt er genau von einer anderen Richtung. Und wenn der Windwechsel dann gegangen ist, dann einfach mal beißen die Fische. Wenn die nicht wollen, dann kannst du da hinschmeißen, was lustig bist. Beim Vertikalfischen noch brutaler, gell? Da kannst du ab und zu richtig die Uhr nachstellen, weil du weißt ja eh, du bist genau da, wo die Fische sind. Weißt du, für das bist du ja lang genug auf dem Wasser, dass du weißt, wo die sind. Weißt du, da stehen überall so viele Fische in der Gegend rum. Na, da ist gleich 4-5 Meter tief. Also, gell? Da geht es ganz schön. So wie da der Hang aber läuft da. Ist schon, die Bucht ist schon relativ tief. Da der fällt eben noch, also brutal sogar. Ja, weil da geht es so steil runter. Das ist der Zander-Hotspot. Was ist denn das für ein Fisch? Barsch. Nein, Barsch ist nicht. Nein. Achtung, Bruder. Zander. Ach, Zander ist es, ja. Genau, den wollte ich eh fangen. Ich habe gesagt, da gibt es Zander drin, gell, bin ich. Haben wir gerade gesagt, ja. Super! Schau her. So, jetzt haben wir schon ein paar Hechte gefangen, einen schönen 40er Barsch, der ist mir leider am Boot ausgekommen, den habe ich euch nicht präsentieren können. Und jetzt haben wir einen kleinen Zander noch gefangen. Vertrauen wächst zu den Ködern. Also, super. Genau das, was wir wollen. Ja. Das gehört auch zum Zander dazu. Ein bisschen nass machen. Also, es ist schon langsam, wird es ein bisschen schöner, die Stimmung. Die Sonne geht ein bisschen weiter weg. Und natürlich, wir reden natürlich schon wieder, was morgen alles passieren wird. Der Beni redet von so großen Barsche mit Topwater. Was meinst du? Ich bin optimistisch immer. Schon. Also, wir vertrauen auf unseren Guide und ihr werdet es ja sicher sehen, ob das dann stimmt. Ja, wir werden auf alle Fälle in Niederrhein, da gibt es natürlich Rapfen auch. Aber du meinst, dass der Barsch ist einfacher zum Fangen große auf? Barsch, ein 40er Barsch ist viel einfacher als ein 80er Hecht Topwater zu fangen. Im Polder ist ein 80er Hecht noch machbar. Ja. Hätte auch schon mal was wert. Nicht, dass ich da so versuche, unbedingt ein Hecht zu fangen mit Topwater. Vielleicht tut es dann ein Barsch auch. Weil die Barsche, die Plätze weiß ich dann schon, wo ich da, weißt du schon? Das, ich habe gute Hechtplätze, ja, so ist es nicht. Aber wenn du sagst, das ist eher schwieriger. Ich meine, das ist generell im Wettkampf immer schwierig, einen Fisch zu fangen. Egal, was 60er Hecht ist auch schwierig. Also, schaut bloß immer so aus, aber du bist ja doch dann froh, wenn du dann fangst, oder? Holland hat schon brutal Potenzial. Du kannst überall hingehen, mal so richtig satt fangen. Da was du meinst, sag einmal, das gibt es doch nicht. Der Motor ist auf alle Fälle auch super da unten. Klar. Welcher Motoröl brauchst du? Ich muss unbedingt nicht so mal den 12er Motoröl fischen. Da die Amauer. Das ist der absolute Killer. Da die Amauer. Okay. Der rote, gell? Nein, der rote, den hat er. Jetzt die, hat er doch den roten. Entschuldigung. Ich kenne es ja wie ein anderer. Das ist doch bei denen wurscht. Wie heißt die Farbe? Den brauchst du nicht fragen, der ist farbenblind. Den ist das wurscht, was der drauf hängt. Was wir ihm geben, gell, das hängt hin. So, der halbe Tag beim Beni ist jetzt fast vorbei. Und ja, wir sind jetzt einmal nicht einmal so unzufrieden. Wir haben ein paar Hechte gefangen, wir haben einen Zander gefangen, wir haben einen Barsch verloren, leider am Boot. Also so im Ganzen können wir eigentlich nicht unzufrieden sein. Ich habe auf alle Fälle mehr Vertrauen in die Köder gekriegt. Muss jetzt die nächsten paar Tage natürlich nochmal weiterfischen. Aber sowas muss man auf alle Fälle machen. Wenn man sowas vorhat, dass man mit bestimmten Ködern fischt, braucht man Vertrauen. Und jeder Biss, den wo man hat, den Fisch muss man nicht einmal fangen, zählt einfach dazu und man ist da einfach überzeugter davon. Bye bye. Bye bye.